What's up, YouTube? Herzlich willkommen, meine Freunde. Mein Name ist Chris Baumann und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier in dem nächsten Diättag, hier in dem nächsten Diätvlog, heute ist Diättag Nummer 27. Und ich habe es gestern schon gesagt, ich bin ein bisschen angeschlagen. Mal gucken, was heute so geht. Wir werden heute auf jeden Fall den Körper nicht so viel Cortisol aussetzen. Sprich, wir gehen einfach heute alles ein bisschen lockerer an. Machen trotzdem oder versuchen trotzdem, unseren Daily Shit zu machen. Heute habe ich eigentlich noch vor, mit Nadine zu drehen. Und ja, was, wie, wo, werdet ihr auf jeden Fall sehen. Und was die vormacht. Wie es aktuell aussieht, was die Lage ist, werdet ihr natürlich auch sehen. Wie ich jetzt gegen die Krankheit vorgehen werde, was ich da jetzt machen werde, was für Supplemente ich da hochfahren werde, werde ich euch alles im Laufe des Vlogs zeigen, was, wie, wo, wie oft. Und vielleicht wird es dem einen oder anderen auf jeden Fall helfen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, auf geht's, ab geht's in den Tag rein. So, Freunde, angekommen hier in meiner Supplement-Küche. Die Supplemente, wo ich eigentlich immer hochdosiere, wenn ich krank bin, ist ganz, ganz, ganz oft Omega-3. Sehr, sehr wichtig, aber hauptsächlich NAC. NAC hilft euch einfach, ist sowas wie ein richtig geiler Schleimlöser, Vorstufe von Glutathion, einfach um die freie Radikale nochmal zu kämpfen. Ich versuche, dass ich alle Supplemente, wo ich jetzt euch zeige, alle schwerstens so 3 bis 4 Stunden, immer so 2 Tabletten pro Ding nehme. Dann baller ich noch unsere Ultra A bis Z. Das ist ein Vitamin- und Mineralkomplex, sehr, sehr wichtig. Und Zink kann ich auch echt empfehlen. Das gibt es auch noch dazu und ganz, ganz wichtig, gerade weil das Immunsystem im Darm sitzt. Glutamin gibt es dann immer im 1-Scoop und das haue ich mir jetzt mal kurz. Friends, oben angekommen, wir haben mittlerweile 9.55 Uhr. Jetzt gönne ich mir erstmal hier einen richtig geilen Delicious Shake, Leute, von unserem Cereal Milk Geschmack, der ist richtig, richtig schmeckt, dieses Max. Dann gibt es noch Project X, das gibt es dann in meinem Shaker und hier noch ein paar Subs. Die zeige ich euch alle hier in meiner Insta-Story, damit ihr da auch mal up to date seid. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal langsam on the way. Ich baller das rein, mache ich eine Insta-Story und dann sehen wir uns gleich draußen wieder im Auto, Leute. Let's go! So, meine Freunde, was geht ab? Wir sind jetzt gerade schon auf dem Weg Richtung Göppingen. Wir sind gerade schon durch Stuttgart durch. Und ja, wie gesagt, heute dezent ein bisschen angeschlagen, deswegen mal gucken, was wir heute machen, mal gucken, was heute so geht. Also neue PRs würde ich auf jeden Fall heute nicht raushasseln. Schauen, dass der Puls immer schön unten bleibt. Vom Cardio her schrauben wir heute auch ein bisschen zurück. Von der Intensität her, von der Länge her, denke ich mal, gleichbleibend. Und ja, dann wird heute Abend vielleicht ein bisschen mehr gegönnt, einfach dem Körper ein bisschen mehr Nährstoffe hinzugefügt, weil wir wollen ja nicht verkacken, lieber ein, zwei Tage ein bisschen lower und dann wieder full Gas, als jetzt full Gas und auf die Pötte hauen. Aber ihr wisst, ihr kennt mich, ich habe das auch, bei mir ist es schwer. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, ja, zu den Subs, da werde ich wahrscheinlich alle 3 Stunden 2 Zink, 2 wie unsere Ultra bis Z und 1 Scoop Glutamin, wenn es sich ergibt, reinscoopen, weil das sind eigentlich die essentielle Sachen, wo ich immer mache, wenn ich krank bin, so alle 2-3 Stunden und hoffe, dass ich dann morgen wieder einigermaßen am Start bin. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist mein Plan für heute. Was wir heute sonst noch so machen, das seht ihr in dem Vlog und ich würde sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir im Gym angekommen sind. Let's go. 12 Sekunden später. Was geht ab? YouTube. Und ich gezündet wieder, ihr seht, ich bin pitschnass. Cardio ist durch, jetzt geht's Bauch hier auf Melauchi. Let's go. Randy, bis jetzt die Lage noch ganz okay. Wir machen jetzt gleich unser Bauchen jetzt gleich durch. Bin wieder auf dem Ball. Und dann werde ich mir wahrscheinlich wieder 2 Zink und 1 Scoop Glutamin reinwerfen. Und dann gibt es einen Booster. Ich denke mal, heute wird es Epic Pump. Und dann tun wir ein bisschen den Rücken durchpumpen, würde ich sagen, oder? So, meine Freunde, ich habe jetzt hier meine Box reingelegt. Ich zeige es euch mal. 3 Vitamin. 3 Zink und 1 Scoop NAC und 1 Scoop Glutamin suchen, weil ich mich so verballert. Booster rein, Epic Pump rein und dann gibt es ein geiles Grundtraining. Time to beat. Yeah, yeah, yeah. Wer ist Top
Nacken wie die Wüste, vom Kopf bis in die Füße. Wer hat weniger Fett an sich als ein Kochtopf voller Gürtchen? Bist du shredded, dann ist der Shredder Gegner von den Turtles. Es ist Chris Baumann mit einer mega krassen Physis. Ein Papercut, ein sprühtes, ey, das Training immer fürstlich. Und diese Motherfucking Genetik ist nicht üblich, weil sie flach und dünn ist. Way und Smack sind in der Schüssel. Ganze Packung wird am Tag vertickt und ist ganz genüsslich. Und bitte, was für Baumgartner? Guck, hier kommt der Baumann. Stabile Backsteinmauer, guckst du dir mal seinen Bauch an? Hast du schon mal so ein Bizeps gesehen, so ein Trizeps gesehen? Mit mehr Streifen auf den Muskeln als argentinische Steaks. Das WDU-7, einfach brutale Linie, Bro. Bei ihm sieht man mehr Fasern als bei einem Teppich unter Mikroskop. Rigoros, du bist nur ein halbes Cent wie Kimono. Und du Schwein bist voll mit Ekel, fraß so wie ein Kilo. Boden, Chris ernährt sich cleaner, yo. Booster wird vom Peak geholt. Schieb dich hoch und ist elektrisierend, so wie Pikachu. Kein Kartenspiel. Freunde, ich hab's gerade hier auf Insta schon gesagt. Mein Gesicht verabschiedet sich und wir haben wieder Kieferquerstreifen. Leute, ich ball jetzt noch einmal so eine Row. Dann sind wir mit Rücken durch. Ich mache noch zwei Bizeps. Ich denke mal Hammer Curls und Bizepsmaschine. Und dann steht noch bis 20 Minuten Cardio an. Also bis jetzt ganz gut. Ich merke, ich habe nicht so viel Kraft, aber ja. Apropos, ich habe mir jetzt gerade nochmal drei Zink reingeschmissen. Drei Ultra bis Z und ein Scoop. Spiel doch Gönn dir Subs vom Peak Code Frist 10. Seine Adern sind so fett, als würd's einen harten Dick sehen. Der deutsche Bank. Ah, schon ein Tick besser als vor zwei Tagen. Geht ab, YouTube. Freunde, wir sind durch. War jetzt ein doch ganz erfolgreiches Rücken, Bizeps und das Accessoire-Training, was ich da immer mache. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt gehen wir ins Auto, ballern unsere Postworkout rein und dann machen wir uns auch schon auf den Weg Richtung Heimat. Vielleicht haben wir noch einen Abstecher und dann Soli-Moli. Aber jetzt heißt erstmal den YouTube-Vlog von gestern hochladen, dann Insta-Post für euch ready machen. Und ja, noch die ein oder andere Story für euch aufnehmen für Instagram. Also wenn ihr mich noch nicht auf Instagram habt, schaut unbedingt auch bei Instagram vorbei. Ich habe mir jetzt auch ein bisschen TikTok zugelegt. Ich habe hier das jetzt noch nicht so, aber checkt mal einfach mal Chris Baumann auf TikTok ab. Falls ein oder andere Noob, was ich da so treibe. Ich versuche da jetzt daily irgendeinen Scheiß hochzuladen. Ich habe da noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich probiere es einfach. Lange Rede, kurzer Sinn, Doppelkinn. Wir machen uns auf den Weg Richtung Heimat. Und ja, wenn was geht, ist er dabei. So, meine Freunde, wir haben jetzt 17.12 Uhr. Ich habe jetzt gerade einen Insta-Post ready gemacht, ein YouTube-Video für euch hochgeladen und eure ganzen DMs gemacht, weil das schaffe ich aktuell gar nicht mehr im Cardio, weil das einfach zu viel ist. Also an der Stelle fettes, fettes Dankeschön. Jetzt hier habe ich gerade noch ein bisschen Glutamin hängen. Jetzt gab es schon wieder Zink, 3 Stück, Vitamine, 3 Stück und Glutamin, 1 Scoop. Und ja, jetzt mache ich mich langsam auf den Weg. Jetzt tue ich gleich den Post posten. Ja, 17.30 Uhr tue ich den Posten und dann fahre ich langsam los Richtung Soli Moli Kalodi. Paar Sekunden später. Soli Moli, wo der Olli ist, 20 Minuten. We made it. So, meine Freunde, was geht ab? Wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren gerade noch im Soli Moli, ihr habt es gesehen. Jetzt war ich duschen, die ganzen Scheiße immer gemacht. Und ja, was heute so geht, ich glaube, heute gibt es so ein kleines paar extra Meals, weil ich bin fix und alle, meine Mama hat mir extra Hühnerbrühe hingestellt, weil ich noch ein bisschen zu, wirklich gesagt, ich bin extrem angeschlagen eigentlich. Ja, Crowdchat hat es genehmigt. Wir sehen uns gleich bei Mahlzeit Nummer 1. Ich würde sagen, sehen uns gleich um die Küche. Let's go. So, Freunde, oben angekommen, zeige ich jetzt mal, was es jetzt gleich gibt. 20.34 Uhr fangen wir an mit 7 Eiklar. Dann kommen wir hier zu dem Cheat heute. Richtig geil, Hähnchen ins Hühnerbrühe, feier ich, Mann. Das gibt es da bei mir zum Snacken. Jetzt gleich zu den 7 Eiklar. Die Eier gibt es später. Die Kartoffeln gibt es später. Und hier kochen wir jetzt 250 Gramm Reis. Und wir sehen uns gleich hier, wenn die Hähnchen und die Eier fertig sind. Let's go. Meine Freunde, ich habe ein bisschen Hähnchen rausgenommen und meine 7 Eiklar gibt es jetzt. Und das Ganze fangen wir heute an um 20.39 Uhr. Wir kochen mal jetzt 250 Gramm Reis.
das gewürze ich jetzt ohne. Würde ich sagen, vielleicht brauchen wir 3, 2, 1. Uhr, Leute. Hähnchen wurde gegessen, Eiklar wurde gegessen. Jetzt gibt es meine 250 Gramm Rice. Und ja, was heute so geht, was heute so inhaliert und schnabuliert wird, das seht ihr einfach. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Wer ist trocken wie die Wüste, vom Kopf bis in die... 20.37 Uhr, Freunde, gibt es wieder meine 1 Kilo Kartoffeln. Und jetzt gibt es gleich schon ein bisschen Fleisch heraus. Die Kartoffeln gibt es später. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn das ready ist. 21.41 Uhr, Freunde, gibt es jetzt meine schöne 1 Kilo Kartoffeln mit dem Stückchen Fleisch hier. Ein bisschen Hühnerbrühe. Für die maximalen Gains. Sieht aus wie Spülmittelwasser, aber Leute, ich sag's euch, das ist okay. 7 Eiklar gibt's noch und das Ganze gewürze ich dann, wie gesagt, hier mit ein bisschen richtig geilem Hähnchen-Männchen. Mega Bock drauf. Und mein Basic Brennnesseltee dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. 3, 2, 1. Füße, wer hat weniger Fett an sich als ein Kochtopf voller Gürkchen? Bist du shredded, dann ist der Schredder. Gegner von den Turtles, das ist Chris Baumann mit deiner mega krassen Physis. 22.30 Uhr, Freunde, welcome back zu meiner nächsten Portion. 300 Gramm Rice. Jetzt gibt es gleich so einen Hühnchenschägel und so ein bisschen der Zauberbrühe. Dazu natürlich wieder ein Brennnesseltee. Hinten kochen schon wieder meine 300 Gramm Reis. Dann haben wir nochmal 7 Eiklar hingestellt und das snacken wir jetzt. Ich war jetzt gerade in der Zwischenzeit unten, habe wieder meinen Shake getrunken und meine Beeren gegessen, Leute. Und was ihr da Bescheid wisst, ich gewürze das Ganze wieder und dann gibt es wieder einen Zeitraffer für euch. Let's go. Dann sprüht es, ey, das Training immer fürstlich und diese motherfucking Genetik ist nicht üblich, weil sie flach und dünn ist, weil uns wechseln. 23 Uhr, Leute, und 5. Wir haben jetzt hier die nächste Portion, 300 Gramm Reis. In dem Mikro kochen nochmal 300 Gramm Reis. Und dann haben wir noch ein paar Kartoffels. Also wir haben noch schon ein bisschen was zum Futenmut, ne? 7 Eiklar haben wir später auch noch. Aber das wird jetzt erstmal hier gesnackt mit Gewürzen. Let's go. In der Schüssel, ganze Packung wird am Tag vertickt. Und ist ganz genüsslich. Und bitte, was für Baumgartner? Guck, hier kommt der Baumann. Stabile Backsteinmauer. Vorhin Reis wurde gesneakt. 23.20 Uhr. Wir snacken jetzt hier noch meine restlichen Kartoffels. Habe ich Bock drauf und dann kocht noch mein Reis. Die 300 Gramm, die schmecken wir auch noch und noch 7 Eiklar haben wir auch noch. Sagen, auf geht's, ab geht's. Guckst du dir mal seinen Bauch an, hast du schon mal so ein Bizeps gesehen, so ein Trizeps gesehen? Mit mehr Streifen auf dem Muskeln als er... Friends, 23.36 Uhr gibt's jetzt meine 300 Gramm Reis, 7 Eiklar. Dann gibt's hier noch so ein Stück Hähnchen. Hier wieder meine magische Brühe. Und später gibt es vielleicht noch ein paar Kartoffelmuffels und das Ganze gewürzt sich wieder. Dann holen wir Zeitraffer rein. Und bevor jetzt wieder Leute fragen, ey Leute, Chris, wie viel Kalorien ist nur gerade? Ey, wie viel? Ich war aktuell bei 7.000, ihr könnt es euch selber zusammenrechnen, habe ich mit den ganzen Daten gesagt. Ich fülle meine Kalorien nicht mehr. Ich schreibe hier alles nur auf mein schlaues Büchchen drauf und schaue, was am nächsten Tag die Form macht. Und dann der tue ich das im Coach Teddy variieren. Ne? Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich snack das jetzt. Freue mich schon auf mein Hähnchen. Und meine Shredded Brühe. In diesem Sinne, Zeitraffer an. Dinische Steaks, das WDU-7 einfach brutale Linie, Bro. Bei ihm sieht man mehr Fasern als bei einem Teppich unter Mikros. Jetzt denke ich hier noch ein paar Kartoffels. Um 10 vor 12. Dann halt mal gucken, vielleicht gibt's noch was. Kobrigeros, du bist nur ein halbes Cent wie Kimono. Und du Schwein bist voll mit Ekel, fraß so wie ein Kilo Boden, Chris. Das geht ja, Freunde. Ich snack jetzt hier noch ein paar Beeren. Erdbeeren, eine Schale voller Blaubeeren. Dann haben wir auch gleich schon 0 Uhr. Dann gehe ich wieder schlafen. Und bedanke mich, dass ich am Tag war. Mal schauen, ob ich morgen wieder fit bin. Mal schauen, was die Form morgen sagt. Mal schauen, ob die Zauberhähnchen gewirkt haben für morgen. Was, wie, wo? Seht ihr in der Form morgen. Und ja,
Und dann sind es auch nur noch, glaube ich, 70 Tage out. Und vor was out? Keiner weiß es schon. Wird auf jeden Fall geil, Leute. Danke fürs Einschalten. Bis morgen. Peace out. Und ciao, Kakao.